So, willkommen zurück zu einer neuen Runde Planmechanik Simulator. Und heute sind mal die Filter dran. Und mal wieder das Flugzeug betanken. Okay, habe ich schon vermisst. Hatten wir ja in der letzten Folge nicht. Die Filter. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal nach den Filtern. So, da haben wir einmal den Ölfilter. Den hatten wir ja schon mal gemacht. Den Zinnfilter haben wir wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Oben kommt der Sprit runter. Dann müssen wir wahrscheinlich auf die andere Seite, wa? So. Treibstofffilter. Der ist beschädigt, ja. Warum auch nicht? Den können wir bestimmt reparieren. Der muss wahrscheinlich nur gereinigt werden oder so. Könnte ich mir vorstellen. Jawohl. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich denke mal eher nicht. So. Das war aber noch gerade so grenzwertig. So, ein Teil haben wir noch da oben. Das ist wieder bestimmt so schmal. Jawohl. Ich hasse es. Ich hasse es. So, einen neuen Treibstofffilter. Gut. Neu ist eh immer besser. So, zu der Laden. Und hier auch den Laden zumachen. Na. Komm schon. So. Wie immer tanken. Ich will immer hier hingehen. Habe ich jetzt zugemacht den Tank? Nee. Aber wenigstens dran gedacht. Nicht nur den Kopf zum Haare schneiden. So. Wir nehmen die Leiter und packen die dahin. Wir haben noch den Ölfilter überprüft, aber es ist scheinbar mehr. Okay. Dachte, wir wären hier easy peasy durch. Haben wir hier noch irgendwo einen Ölfilter? Magnetzünder. Treibstofffilter. Zahnriemen. Magnetzünder. Druckfilter. Okay, den Druckfilter. Er stand aber nicht zur Debatte. Da haben wir einiges, was wir ausbauen müssen. Gut. Da muss die hier oben auch ab. Die obere Motorhaube. Da müssen wir erst noch die andere Motorhaube abmachen. Okay. Hätte er uns aber auch sagen können. Oder geht man gleich davon aus, dass man das
auch macht mit dem Druckfilter. So, da kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite dran. Da muss noch was ab. Ölfilter. So. Bald haben wir das ganze Flugzeug neu. Das können wir doch bestimmt auch reparieren, oder? Also versuchen zu reparieren, genau. Aber den Druckfilter wieder eingebaut. So. Alles verbaut. Alles gemacht. Jawohl. Gut. Gespeicherte Ersatzteile. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, wie viele Punkte das brachte. Aber wir sind fertig und können uns an den nächsten Auftrag wagen. Und weiter geht's. Jetzt haben wir eine schöne neue Aufgabe. Wir haben das Flugzeug durch einige harte Manöver geschickt. Bitte überprüfe die Kolben und Ringe, um sicherzustellen, dass sie alle in Ordnung sind. Und Flugzeug betanken. Jo. Die Kolben und Ringe. Hier wird nochmal ein Tipp. Eine gute Möglichkeit, Zugang zu den Kolben zu halten, besteht darin, ganze Zylinderbaugruppen zu entfernen. Halte dazu die linke Maustaste auf der Baugruppe etwa eine Sekunde lang gedrückt. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, erstmal alles abbauen. Entfernen. Und die Abdeckung hier auch noch. Na komm schon. So, Zylinderblock. Demontage. Da haben wir ein paar Schrauben. Und dann dürfen wir gleich freien Blick haben, ne? Genau. Einmal auf den Kolben, der beschädigt ist, und hier werden sogar die einzelnen Kolben Ringe dargestellt. Okay. Das mit den einzelnen Baugruppen entfernen finde ich eigentlich eine coole Sache. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil vom Car-Mechanik-Simulator ging das nicht. Da musste man wirklich alle Teile haarklein zerlegen.
So, und den nächsten bauen wir auch gleich ab. Komm, bauen wir erstmal ab und dann können wir inspizieren. Okay, da ist der Auspuff im Weg. Und noch irgendwas, meine ich. Aber das sehen wir gleich. Das Einlassrohr. Und der Vergaser und der Lufteinlass. Ah, wäre auch zu schön gewesen. Aber wir müssen ja alles überprüfen, also muss das Ganze fest hier ab. So, haben wir gleich den Motor fast komplett zerlegt. So, von der anderen Seite sehen wir das natürlich besser. Also gehen wir mal hier hin. Da hatten wir ja überprüft. Da oben sind die Kolben. Der ist in Ordnung. Ist wahrscheinlich jetzt nur der erste, wa? Dann kotze ich. Ein Ring. Zweiter Ring. Dritter Ring. So. Daran scrollen hier. Du ahnst es nicht. Nein, da ist noch einer. Der auch. Der auch. Okay. Dann die Kolbenringe runter. Now. Und jetzt alle Kolbenringe runter. War doch dreimal, ne? Ja, ich sehe auch keine mehr. Das heißt, so, und die Kolben waren in Ordnung. Alles klar. Gut, dann brauchen wir ein paar Teile. Weil reparieren können wir die, glaube ich, nicht. Kolbenringe werden ja eh immer neu gemacht. Genau. Da haben wir nichts. Da müssen wir ein paar Teile bestellen. 6 Kolbenringe und ein Kolben. Gut. Komme ich da nicht besser dran? Was ist denn das hier? Doch jetzt zusammenbauen. Klack. Das dran geschraubt. Den nächsten Block dran. Dann machen wir erstmal hier hinten. Hallo Kolbenring. Thank you.
den nächsten Zylinderblock dran. Zündkabel wieder dran. Was ich gut finden würde, okay, dass man mit den Dingern nicht fliegen kann, okay, das akzeptiere ich. Aber mal so einen Flieger anlassen oder so, das wäre doch noch ganz nice. So, die Teile auch wieder dran hier. Alles wegen dem Einzylinder, ey. Wahnsinn. Das blinkt mir eher dort auf. Aber wo er wahrscheinlich gerade am Schrauben ist. Vergaser drauf. So, Lufteinlass drauf. Dann müssten wir hier fertig sein, ne? Da hat man noch irgendwas abgebaut. Ja klar, hier unten. Sprit. Auspuff. Gut. Zündkabel. Das noch dran. So. Zu den Laden. Auch zu den Laden. Und ja. Letzter Schritt. Tanken. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt da so rumgefentert, ob wir vielleicht Öl noch drauf kippen müssen. Wir können ja gleich mal gucken. So oft haben wir hier ja noch nicht mit Öl gearbeitet. Deswegen fentern wir noch mal ein bisschen mit dem Öl rum. Müssen wir noch einmal aufmachen, die Klappe. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Alte Bierkarre geholt. Hier fehlt noch der Messstab. Die Dinger werden ja wohl einen Messstab gehabt haben, oder? Ölmessstab. Ich glaube, das reicht nicht vom... So, wo haben wir? Den Schlauch. Oh. No. Ist eigentlich sogar zu viel drauf. Würde ich fast sagen.
ist sogar fast zu viel drauf. Nein, nicht den Schlauch. Ich wollte die Karre wegstellen. So, dann müssten wir fertig sein. Fünf Punkte. Nur nochmal 30. Okay. Leute, damit sind wir am Ende hier. Es war schon etwas aufwendiger mit den Kolben und Regen überprüfen, aber haben wir ja ganz gut hingekriegt. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.